Die letzten Wochen, Monate oder naja, vielleicht auch schon Jahre von Marvel mit ihren Filmen und Serien waren ja eher, naja, ich sag's mal so, eher schwächer als sonst. Es gab gute Projekte und es gab schlechte Projekte, einige, die einfach nur da waren und andere, die einfach, ja, neutral angekommen sind. Langsam aber sicher muss aber Marvel mal rauskommen aus diesem Loch und es gibt vielleicht ein Projekt, was dafür den kleinen, aber feinen Startschuss schießen könnte. Und zwar geht es um die Serie Echo, die Anfang 2024 rauskommt und eventuell ganz, ganz frischen Wind ins MCU bringt. Warum bzw. inwiefern das mit dieser Serie funktionieren könnte und was das überhaupt für eine Serie ist, darum geht es im heutigen Video. Deswegen bleibt doch gerne dran und ich heiße euch direkt willkommen zu einer neuen Folge von Maya Lopez. Ja, für die Leute, die Hawkeye nicht geguckt haben, einen Namen, den sie nicht kennen, und vielleicht auch für die Leute, die Hawkeye geguckt haben, einen Namen, den man nicht so oft gehört hat. Aber ja, sie ist die Hauptdarstellerin in der Serie Echo, die, wie schon gesagt, Anfang 2024 auf Disney Plus natürlich erscheinen wird. Aber warum bin ich jetzt der Meinung, dass das neuen Wind ins MCU bringen könnte? Das ist relativ simpel. Marvel hat momentan wirklich ein Auf und Ab von guten zu schlechten, von schlechten zu guten Sachen. Es geht nur noch hin und her und es braucht einfach frischen Wind im MCU. Meiner Meinung nach war The Marvels schon ein guter Weg in die richtige Richtung, wieder ein geschlossenes MCU zu schaffen und kein offenes für 50.000 Filme. Was ich genau damit meine, dazu wird noch ein Video kommen, nicht unbedingt zu The Marvels speziell, da wird zwar schon meine Meinung sein, aber hauptsächlich wirklich, warum das MCU auf eigenständig stehende Filme zurückgreifen soll. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Hier geht es darum, dass Marvel nicht nur durch seine, ich sag mal, Entscheidungen im Sinne von guten Filmen und schlechten Filmen, nein, gerade erst durch den Verlust vom Kang-Schauspieler Jonathan Majors, nein, er ist nicht gestorben, ein Verlust auf andere Weise, denn der Gute hat ja leider, oder was ist leider, doch hat leider Scheiße gebaut und ein Gerichtsverfahren gegen ihn, das war monatelang, ging das hin und her und letztendlich wurde er in, ich weiß nicht wie vielen Punkten, auf jeden Fall für schuldig gesprochen und Marvel und Disney haben halt gesagt, see you later. Und dementsprechend ist Kang momentan schwebend und wirksam in der Luft. Kurze Erklärung, es könnte sein, dass er gerecastet wird, was tatsächlich leider eher unwahrscheinlicher ist. Es könnte sein, dass Dr. Doom der neue Bösewicht wird. Es könnte aber auch sein, dass Marvel einfach komplett alles über den Haufen schmeißen muss, was sie ab Loki, beziehungsweise ja doch ab Loki, angefangen haben aufzubauen. Ist ein anderes Thema, ist ein größeres Thema. Aber warum genau denke ich denn jetzt, dass Echo der erste Schritt in die richtige Richtung sein könnte? Ganz simpel, Hawkeye war eine gute Serie. Hawkeye war eine für sich geschlossene Serie. Es waren keine großen Bösewichten, die fliegen können oder Laserstrahlen aus ihren Augen schießen können, was weiß ich. Es war eine bodenständige, gute, actiongeladene Heldenserie. Und auch wenn Hawkeye so eine Serie war, wo ich persönlich sage, ich habe sie einmal gesehen, habe sie nicht nochmal ein zweites Mal gesehen und ich habe auch nicht so das hundertprozentige Bedürfnis, knüpft Echo aber an diesem System an. Einfach zu sagen, wir bleiben auf dem Boden. Bodenständig, einfach eine Underground-Street-Action-Serie. Und nicht nur, dass es eher in die Underground-Szene vom MCU reingeht, wo halt sowas wie Kingpin eine große Rolle spielt, der ja ein super interessanter Schurke einfach nun mal ist. Nein, nicht nur das, der Trailer verrät uns auch anderes. Und zwar, die Serie könnte sehr, sehr brutal werden. Was auch sehr viel Frische reinbringt, was das MCU ein bisschen weg von diesem family-friendly, Schickimicki-Content wegbringt, sondern eher mal sagt, okay, komm, zeigt uns mal ein bisschen was von dem bösen MCU. In Multiverse of Madness haben wir einen Teil davon gesehen, mit Wandas Art, mit Strange als Zombie, aber leider auch nicht wirklich viel. Ich habe Bock, mehr Brutalität zu sehen. Und wie gesagt, im Trailer sehen wir zwei, drei Szenen, die schon wirklich sehr, sehr brutal sind fürs MCU. Und ich glaube, gerade das würde neue Fans an Land ziehen. Klar, dass man als große Familie sich Avengers Endgame angucken kann oder auf normalen Avengers oder Age of Ultron und man einfach sagt, oh cool, guck mal, Iron Man fliegt, Hulk smasht. Aber es gibt auch jüngere Zuschauer oder ich sag mal jugendlichere Zuschauer, die einfach sagen, ich möchte einfach sinnlose Kampfszenen sehen. Und das wäre vielleicht ein Schritt dahin, einfach zu sagen, komm, wir bringen sowas wie Daredevil, wie der Punisher, einfach diese Underground-Street-Fight-Action-Serie. Und Maya Lopez ist auch einfach prädestiniert dazu, eine interessante Serie mit sich zu bringen. Ich weiß, einige werden jetzt schon wieder sagen, oh nein, schon wieder eine Frau im MCU, oh nein, eine taubstumme Frau im MCU, oh nein, der fehlt auch noch ein Bein. Ja, das sind sehr viele Sachen, die in diesem Charakter aufeinandertreffen, aber sind wir mal ganz ehrlich, unabhängig davon, dass es scheißegal ist, wenn der Charakter gut geschrieben ist und der Charakter gut performt, dann ist das ein guter Charakter, schlicht und ergreifend. Und ich finde, bei Hawkeye war sie ein starker Charakter. Gerade weil sie taubstumm ist, einfach dieses, die Geschwindigkeit eines Gesprächs rausnimmt und einfach der Zuschauer sich dahinsetzen muss und einfach denken muss, krass, das ist gerade deep, obwohl keiner redet. So, das ist
schon gut gemacht, muss man sagen. Aber auch nicht nur deswegen, wir haben in Hawkeye schon gesehen, wie gut sie kämpfen kann. Und sind wir ganz ehrlich, Black Widow kämpfen zu sehen, ist auch immer geil gewesen. AKA Maya Lopez wird das Gleiche mit sich bringen, bin ich der Meinung. Dann hätten wir natürlich auch noch Kingpin, der einfach wirklich, wie schon gesagt, ein super interessanter Schurke ist, von dem wir viel zu wenig sehen im MCU oder allgemein bei Marvel. Klar, Daredevil war er dabei, meine ich. War es Daredevil oder Punisher, ich weiß es nicht, egal wie. Es muss mehr von ihm kommen, weil er bei Hawkeye so cool war, finde ich. Und außerdem gibt es auch eine kleine weitere Änderung, die Disney hier bzw. Marvel mit sich bringt und was natürlich auch nochmal den Zeitgeist von Serien im MCU ändern könnte. Ich denke, wir sind uns alle einig, es ist sowohl cool, aber auch gleichzeitig nervig, wenn wir an den Donnerstagen oder Freitagen, je nachdem wann die Serie released wird, jedes Mal drauf warten müssen auf eine neue Serie. Das fällt mit Echo ins Wasser, denn die Serie wird mehr oder weniger als Binge-Watch-Session Angebot bedeutet. Es gibt ein Release-Datum, ich weiß gerade nicht welches, wenn es schon bekannt ist, ich schreibe es hier hin, und dann kommen alle Folgen. AKA, setzt euch hin, guckt die Serie durch und ihr habt in einem Zug alle Informationen, die ihr braucht und müsst euch nicht erstmal noch, was in der letzten Folge geschehen ist, angucken. Was ich super nervig in den meisten Fällen finde. Natürlich finde ich Cliffhanger hier und da cool, aber in Serien, ich gucke mir lieber die Serie am Stück an, als halt immer so in kleinen Häppchen. Zumindest meiner Meinung. Und ich denke, die Kombination aus einem taubstummen Charakter, der einfach nur ein kranker Haut drauf ist, Underground-Action, diesem Binge-Watch-Aspekt und einfach der bodenständigen Story von Hawkeye, sage ich mal, da anzuschließen, wird für viele neue Zuschauer des MCUs interessant sein. Einen Fehler dürfen sie, finde ich, nicht machen und das ist wirklich auf Hawkeye aufbauen. Weil das würde schon wieder in Richtung gehen, hier, du musst Hawkeye gesehen haben, um die Serie zu verstehen. Und das ist ein Punkt, der sehr schwierig ist, weil ich möchte auch vielleicht einfach mal eine Serie gucken, ohne alle anderen Serien oder Filme vorher gucken zu müssen. Wie gesagt, unabhängig davon, die Action-Szenen sehen gut aus, der Gewaltgrad, der Brutalitätsgrad ist auch super interessant, vor allem, wie gesagt, fürs MCU. Und das alles in Kombination könnte sehr, sehr stark werden. Natürlich ist es wie in fast jedem Fall bis jetzt nur ein Trailer. Und dieser Trailer kann uns viel zeigen, was gut sein könnte. Und die Sachen, die halt, naja, schlecht sind, ob es irgendwelche unnötig politischen Einwendungen sind, die keine interessieren, beziehungsweise wonach keiner gefragt hat, oder ob es einfach, naja, schlechte Szenen, schlechtes Storytelling oder ist, das kann man natürlich aus dem Trailer nicht sagen. Ja, rauslesen, leider. Trotzdem bin ich guter Dinge, auch wenn ich zum ersten Release von Echoes nicht so der große Fan war. Ich dachte so, ja gut, halt irgendein random Nebencharakter. Aber ganz ehrlich, Hawkeye war am Ende des Tages auch nur ein random Nebencharakter der Avengers und seine Serie hat auch funktioniert. Nicht großartig heftig, aber gut. Und deswegen freue ich mich auf Echo. Ich bin gespannt, was da wird und ich bin vor allem gespannt, was nach dem Erfolg oder naja, vielleicht auch nicht Erfolg dieser Serie weiter in diese Richtung geht. Bekommen wir mehr Kingpin? Bekommen wir vielleicht die Möglichkeit, den Punisher ins MCU, also ins neue MCU zu bringen, so wie wir es mit Daredevil bei She-Hulk hatten. All das könnte passieren und ich fände es auch ganz cool. Ein kleiner Punkt, den ich auch noch feiern würde, wäre natürlich irgendwo ein kleines Cameo von irgendeinem großen MCU-Mitglied. Irgend so ein kleines Easter Egg oder so ein kleines Cameo, wie gesagt, ob es der Punisher ist, wäre schon echt, ja, nice. So, und wenn ihr euch auch für diese Serie interessiert, beziehungsweise wenn ihr auch schon mitbekommen habt, wie es mit der Serie abläuft, könnt ihr gerne mal an der Stelle eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ob ihr der gleichen Meinung seid wie ich oder ob ihr eine andere Meinung habt, egal, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir können natürlich gerne darüber diskutieren. Vielleicht bringt ihr auch Punkte, wo ich dann sage, okay, der Punkt ist auch richtig, das würde natürlich nicht so gut laufen. Deswegen ab damit in die Kommentare. Wenn euch sonst solche Sachen über Marvel, Disney oder allgemein Serien, Filme, alles mögliche, Theorien, Facts, Reviews, was weiß ich, wenn euch sowas interessiert, checkt den Kanal gerne mal aus. Vielleicht findet ihr irgendwas, was euch noch interessiert und naja, dann lasst ihr noch ein Abo da und wir sind alle glücklich. Jetzt möchte ich nicht noch länger rumreden und das Video länger machen, als es vielleicht schon ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.